steht in der roten Ecke. Er ist 33 Jahre alt. Sein offizielles Kampfgewicht 76,1 Kilogramm. 1,80 Meter ist er groß. Profiboxer seit 2004 mit dieser Statistik. Er hat 32 Kämpfe, 30 Siege, 10 davon durch Knockout. Sein Coach André Mitruk aus Rostocznik, Polen. Der ehemalige Europameister und WBO Intercontinental Champion im Supermittelgewicht, The Challenger, Piotr Wilk Wilczewski. Sein Gegner in der anderen Ringecke, fighting out of the blue corner, die blaue Ecke mit dem Titelverteidiger aus Deutschland. Er ist in blauen Trunks und 32 Jahre alt. 76,2 Kilogramm ist er schwer, 1,75 Meter groß, Profiboxer seit dem Jahr 2003 mit dieser Bilanz. 36 Kämpfe, 33 Siege, 27 Mal durch Knockout. Sein Trainer Uli Wegner aus Berlin, Deutschland, der frühere Mittelgewichtsweltmeister, former 11-time Middleweight Champion of the World from Germany, King Arthur Abraham. Wer holt sich den Gürtel und die WM-Chance? Alles oder nichts? Die Entscheidung jetzt live aus der Sparkassen-Arena in Kiel. Pay attention, follow my commands. Okay, okay. Good luck. In keinem Job gibt es solch eine Fallhöhe. Arbeitslosigkeit oder stellvertretender Boss im Weltkonzern. Karriereende als Boxer oder Weltmeisterschaftskampf. Die Antwort innerhalb von 12 mal 3 Minuten. Die Halle ist auf jeden Fall mehrheitlich für Arthur Abraham. Nicht zu überhören. Kiel freut sich zum dritten Mal auf den Auftritt von Arthur Abraham. Boxer mit der linken als Führhand in Normalauslage. Arthur Abraham mit ersten Versuchen. Auch das hier eine der Lehren aus diesen drei verlorenen Kämpfen. Früher zeitiger zu beginnen mit den Aktionen. Sie werden sich vielleicht oder bestimmt als Abraham-Fans an seine WM-Regentschaft diese 4 Jahre erinnern. Da hat er oft lange gewartet, gerade in den ersten 3 Runden. Die Gegner hatte mal den Mutmaß, das kommt vom Radfahren, da fängt man ja langsam an. Er war mal nordbayerischer Meister in der Jugend, Arthur Abraham. Hier konzentriert hinter seiner Deckung. Bislang noch keine Gelegenheit zugelassen für den Herausforderer aus Polen, einen kleinen Ort aus Rostocznik kommt in der Nähe von Breslau. Verkauften Halle, aber die Serie ging komplett auf den Körper. Trotzdem, Handy Maske hat es ja vorher schon angesprochen, die Linke, der Jab, der sehr verhalten als Vorbereitung bei Wilczewski kommt, ist dann gerade, wenn er wieder selbst in die Defensive geht, oft sehr weit unten. Das haben sie sich natürlich angesehen in den Analysen der Kämpfe, beispielsweise beim Europameisterschaftssieg gegen Asikanen oder dem gar nicht so schlechten Kampf gegen James DeGale, den Goldmedaillengewinner Olympia 2008, mittlerweile ja auch in diesem Limit zu Hause. Arthur Abraham hier in dieser ersten Runde mit den besseren Aktionen. Ja,
doch ohne die ganz großen, spektakulären Aktionen, aber sehr konzentriert boxend, sehr sicher stehend in der Defensive der bessere Mann Arthur Abraham. Das sieht auch der Weltmeister Marco Huck. Am 5. Mai freuen wir uns auf seinen Auftritt. Sonst hat er immer zum Weltmeister nach oben geschaut, zu Arthur Abraham. Jetzt sitzt er unten und verfolgt den Weg seines Teamkollegen. Arthur, ja. Nicht so ausholen die rechte Hand, sonst ist das schon in Ordnung, ja? Gut. Na, Distanz, wie viel fehlt noch, ne? Ich spüre noch nichts. Ja. Merke ich. Das ist das Distanzgefühl noch nicht. Du brauchst dich nicht unbedingt noch mit einem treffen, hör mal zu. Bloß, dass du einen Kontakt hast. Und wenn du dann richtig drauf hast, 1-2. Und hier nochmal hin zum Korb. Ganz so gut, ne? Atmen. Na ja. Ja, gut trainiert. Dafür, dass es hier um alles oder nichts geht, sind die beiden Tiefen entspannt. Und die polnischen Fans freuen sich über ihren Boxer, der ja nur einmal diesen Titel als Europameister innehatte. Sein größter Erfolg, ihn einmal verteidigt hat und dann diesen Titel gleich postrennen wieder verlor. Einsteigen, auch mit einer einzelnen Hand, mit dem rechten Haken zum Kopf von Arthur Abraham. Und diese Serie zum Körper, die hat schon mehr Luft genommen als die erste aus Runde 1. Und Wilczewski fehlt das Timing, Sie haben das gerade in dieser Aktion auch gesehen. Was er antworten wollte, ist schon ein bisschen beeindruckt, glaube ich. Weil, und das haben wir gerade in den Kämpfen gegen Fraud schon gegen Ward, aber da reden wir von der absoluten Weltklasse und da ist Wilczewski mit Sicherheit nicht zu Hause. Natürlich eines Arthur sicherlich immer noch auszeichnet, Fraud hat es ja so formuliert, er hat echte Mauersteine in seinen Handschuhen drin. Also da kommt schon was rübergeflogen. Zwei, ausgeguckt, schlecht verteidigt, gut getroffen von Abraham. Wilczewski, und das war ja in seinen bisherigen Kämpfen zu sehen, den 32, die er bestritten hat. Sehr schöne Aktion wieder von Arthur Abraham. Zum Kopf zum ersten Mal mit diesem Seitwärtshaken. Mein lieber Mann, das war ein Fund gerade. Der war zwar für meine Begriffe ein bisschen weit ausgeholt, sah ein bisschen nach Kneipenschlägerei gerade aus, die konnte man schon sehen. Aber trotzdem natürlich Arthur Abraham in diesen ersten zwei Runden der bestimmende Mann. Bring noch schnell den Satz zu Ende. 32 Kämpfe. Normalerweise versucht Wilczewski eigentlich immer in die Halbdistanz zu kommen. Das gelingt ihm gar nicht. Typische Boxen von Wilczewski, diese Haken am Mann, aber die Körpersprache und das Gesehene in den ersten zwei Runden, auch das ja, wenn es daneben ging, auch wieder so ein Markenzeichen von Arthur Abraham im negativen Sinne hier unter den Augen von Kai Dahl und auch Götz Otto, den Sie schon im Vorbericht gesehen haben. Die besseren Aktionen in den ersten zwei Runden natürlich von Abraham. Schäßig. Ehrenwort, aber nicht und dann wieder gucken, Ruhe, nicht ausholen oder hier. Hast du nicht nötig. Denk an Marco. Alles klar? Da hast du genau erkannt alles, ja? Also zieh deine rechten Aufwärtshaken hoch, ja? Okay. Komm. Komm, das kannst du doch. Schön mit der Führung sein, mit Distanz suchen, ja?
komm her mal. Oh. Uli Wegner, im April wird er 70 Jahre alt. Vor fast 10 Jahren hat er Arthur Abraham zum ersten Mal in der Halle begrüßt, als Sparringspartner damals für Sven Ottke. Hat Spaß, denn der Plan geht auf, den sie sich gemacht haben für diesen Kampf. Das war in den ersten zwei Runden zu sehen. Eine kleine Repertoireerweiterung wurde bemängelt. Der Aufwärtshaken fehlt noch, den werden wir wahrscheinlich jetzt in diesen drei Minuten mit Sicherheit vom folgsamen Schüler Arthur Abraham einmal geboten bekommen, der sich jetzt verschanzt hat hinter der Doppeldeckung. Einmal so ein bisschen durchgedrückt von Wilczewski, der anders als Abraham in seinem Rekord auch nicht die riesen K.O.-Quote hat. 30 Siege, 10 durch Knockout erkämpft. Abraham dagegen mit 27 kurzrundigen Erfolgen bei 33 Siegen. Das sind 75% K.O.-Quote. Das ist natürlich ein ganz anderes Wort. Klasse, mit links getroffen, mit rechts noch nicht ganz hingelangt. Kurz trocken zu hören. Sehr schöne Aktion von Arthur Abraham. Hinter der hochgezogenen Deckung erinnert uns sicherlich eher an die frühen Zeiten, an den WM-Kampf gegen Ikeke 2005, als er zum ersten Mal den Titel holte. Ein bisschen mehr Vorbereitung mit dem Jab würde ich mir jetzt schon wünschen von Arthur Abraham, zumal der Kampf auch gut für ihn läuft. Aber er wird sicherlich gleich explodieren. Noch eine Minute in dieser dritten Runde. Das war jetzt nicht abgesprochen, aber es kam zur rechten Zeit. Auch da wieder zwei Hände im Ziel. Ja, gut eingestiegen von Wilczewski. Und dann schön abgetaucht bei diesem linken Haken von Arthur Abraham. Natürlich ist da noch Luft nach oben, auch bei Arthur Abraham. Das wissen sie aber auch. Zu deutlich, zu enttäuschend waren diese zwei Niederlagen gegen Fortune und Ward. Aber für mich hat er bislang alle drei Minuten, also alle drei Runden hier gewonnen. Das dürfte vielleicht auch Götz Otto so sehen, ehemaliger James Bond Bösewicht, kein Bösewicht hier an der linken Seite, Karl Dall. Jak się czujemy? Dobrze. No. Posłuchaj. Bardzo dobrze. Jetzt. Nie wracaj do tyłu, nie odchylaj mu się do tyłu, okej? Geh nicht zurück. Mach alles das wie immer. Wenn er attackiert, dann musst du in die Halbdistanz kommen. Dass der nicht rankomme. Dein rechter Fuß bleibt hinten. Nein, du musst auf die Füße aufpassen. Wenn du unten schlägst, musst du auf die rechte Seite gehen und von der rechten Seite schlagen. Geh in die Halbdistanz. Und bleibe dann. Bleibe dran. Und gib ihm keinen Platz. Das ist eine gute Arbeit. Gib ihm keinen Platz. Die Worte von Andrei Dimitruk seit vier